Talos zum Gruße, werte Mitstreiter, und ein herzliches Willkommen zurück hier zum nächsten Part von Let's Play Skyrim. So, genau. Ich wollte in diesem Part erst einmal ein Quest erledigen, was wir beim letzten Mal hier nicht geschafft haben. Bringe gewürzter Braten zu Voada. Das wollen wir jetzt einmal erledigen. Und danach dachte ich mir, dass wir dann ein Quest anfangen. Ich finde es gerade nicht. Oder ist es auch hier drunter? Genau, hier. Finde das Schwert des Roten Adlers wollen wir danach machen. Genau, so, da muss ich hier mal ganz flott einmal reingehen in die Festung Unterstein. So. Ja, und da wären wir auch schon drin. So, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, wo wir denn das gute... Ein Drache hat Kühneshain angegriffen. Aber warum? Warum diesen Ort? Gibt es denn keine sichere Zuflucht mehr? Ja, Drachen, starke Echsenwesen, greifen von oben an. Gut, vielleicht hier rein würden sie vielleicht nicht kommen, denke ich mal. Von daher wäre man hier oder unter der Erde natürlich ganz gut aufgehoben. Oh, Hundis, guck mal, ich habe was Feines für euch. Wuff, wuff, genau. Jo. So, dann wo ist denn Voada? Dem wollen wir dann einmal die Vorräte geben für die Hunde. Ach du meine Güte, das sind ja Zustände hier. Ja, okay, das sind dann wohl die Kamera oder wie auch immer. Dem wir dann mal das Hundefutter. Kümmert euch nicht um die Hunde. Sie werden nervös, wenn sie nichts gegessen haben. Geben sollen. So, Voada. Hier ist eine Lieferung von Banning. Oh, Benning. Danke. Die Hunde wurden schon unruhig. Hier, das ist für euch. Bis dann. 400 Gold hinzugefügt und abgeschlossen. Bringe gewürzter Braten zu Voada. Ja, klasse. Super. So, dann wollen wir doch einmal... Ja, Hundis, jetzt kriegt ihr feines Happa-Happa, ne? Gewürzter Braten. Mein Gott, was für ein feines Fresschen die hier kriegen. Wahnsinn. So, einmal kurz zwischenspeichern. Okay, und hier kommen die alle hier schon vorbei. Ich bin Jonsas Assistent. Ich helfe hier mit der Schmiede. Ja, das ist prima. So, ja, ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Wochenende gehabt. Meins war supi. Habt ihr auch alle den Valentinstag gut überlebt? Ordentlich die Frau beschenkt oder als Frau beschenkt worden? Umworben? Genau. So. Einmal kurz einen Blick auf die Karte. Naja, nicht die Stadtkarte, sondern... So, wo geht's rund? Ah, Kartspitzenlager. Dann wollen wir hier oben einmal hin. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob ich jetzt von hier rüber reite. Oder hier von der Kartspitze einmal da hoch. Ich glaube, ich nehme diesen hier, den Weg hier. Und wahrscheinlich müssen wir uns jetzt noch weiter durchkämpfen. Da ja noch nicht alle Abgeschworenen vernichtet sind. Da vorne gehen sie auch schon. So, gut. Schnell speichern. Sven, du bist dabei. Ja, Sven habe ich übrigens diesen coolen Streitkolben von Molag Bal gegeben, den wir ja im letzten Part gefunden haben. Der sieht echt klasse aus. Und dann habe ich Sven auch gleich mal ein paar... Tschüss Bernd, mach's gut. Oh ja, okay, es geht los. Ich rede zu viel. Zack. So, niedergekloppt. Ach, du ahnst es nicht. Sven, komm, schieß mal ein paar Pfeile. Ja, okay, das Ziel müssen wir noch üben. Ja, wie gesagt, ich habe ihm ein paar Dings in die Hand gedrückt. Ein paar Seelensteine, die er dann mit diesem Streitkommen hoffentlich auch auffüllen kann. So, und jetzt muss ich erstmal wieder weg hier. Okay, so wird das nichts. Ich glaube, ich gehe selber mal eben auf den Zwergenbogen. Ah, na super. Ah, wunderbar. So.
Sven räumt tatkräftig auf. Jetzt habe ich selber daneben geschossen. Mensch, das Kinder. So. Verbrenne. Euch töte ich gern eigenhändig. Komm, Sven. Klopf sie nieder. Zeigt mir, was ihr könnt. Wollendrunk. Jetzt müssen wir es wieder richten. Was war das denn? Also da hätte ich ja wohl treffen müssen. So, einer weniger. Na Sven, bist du auch mal da? Und er geht schon wieder in die Knie. So. So. Dann wollen wir die einmal flott durchsuchen. Und uns um den da oben eigentlich gar nicht kümmern. Ich habe noch einen Geldbeutel entdeckt hier. Geldbeutel, so. Na komm schon her. Mein Gott, man gönnt sich ja sonst nichts. Und nicht weiter. Ja, genau. Sag ich zu dir. Wollen wir uns doch mal ein paar Pfeile hier schnappen. So, Sven müsste dann ja mittlerweile wieder auf den Beinen sein, hoffentlich. Natürlich nicht. So, wie kommen wir hier jetzt am besten hoch? Denn wir hatten ja eigentlich für diese Folge was anderes geplant. So, da oben muss irgendwo eine Höhle sein. Ach du Scheiße, ein Hexenrabe, Leute, ein Hexenrabe. Ich glaube, ich hätte von der anderen Seite rangehen müssen. Suchen wir uns mal hier so ein bisschen an der Bergkette hochzuhangeln. Au. Einmal durchbacken hier. Okay, dann machen wir das so. Zack, 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 zack. Gehen wir hier hoch. Lassen den Hexenrahmen mal hinter uns. Wunderbar, das klappt. Oder auch nicht. So, gleich haben wir's. Halbe Folge mit Bergsteigen wieder gefüllt hier. So, ich denke mal, dass der Hexenrabe uns jetzt nicht mehr verfolgen wird. Einmal kurz speichern. Da kommt nämlich schon wieder irgendwas. Irgendwas lauert da schon wieder. Zack. Abgebrannt. Herrlich. Na komm runter. Ich dachte erst, ich treffe sie nicht, aber ich habe sie noch erwischt. Mein Gott, überall Abgeschworene. Freunde der Nacht, ich sag's euch. Überall Abgeschworene. So, mal ein paar Pfeile noch abgezogen hier. So, bin ich hier richtig? Aber vorhin war doch das Quest noch da. Finde das Schwert des Roten Adlers jetzt auf einmal da. Aber hier bin ich doch eigentlich richtig. Sven auch da? Super. Ah, Falle. Leute, Falle. Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Na komm mal selber durch. Oh, Sven, du blöd, ja. Zack, komm. Oh. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert, wenn ich ihm Seelensteine gebe und er dann mit dem letzten Schlag diese Seelensteine ob auch füllen kann oder nur ob das bei mir funktioniert. Das weiß ich jetzt nicht. Oh, ich habe da hinten was Nettes entdeckt, was ich gut brauchen kann. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, ob ich hier richtig bin, Leute. Ich hoffe es einfach mal. Weil vorhin wurde mir der... Ach du Scheiße. Mal schnell hinterm Dings hier verstecken. So. Weil vorhin wurde mir der Pfeil nämlich noch hier angezeigt. Sag gute Nacht. Oh oh. So, ich lasse das mit den Pfeilen jetzt mal sein.
Weil dauernd ist ja auch blöde, dass nur wertvolle Zeit, dass ich euch das Spiel hier präsentieren kann. Was war denn jetzt los? Ich wollte das einsammeln. Ja. Verrecke. Da zieht er den nochmal mit dem Fuß raus, der gute Heiger. Ah ja. Eine Truhe. So, so, so und so. Das natürlich auch immer gern gesehen, Ausdauertränke. Sven, bist du da? Jo, er kommt. Wunderbar. Was ist denn jetzt? Ah, einmal abbiegen bitte. Okay. Hier geht's anscheinend nach draußen. Oder wie sieht das... Müssen wir uns schon wieder kloppen? Ah ja. Okay, ich schau mal ganz kurz. Nicht da, sondern da. Ja, ich ahne das schon genau wie vorhin. Oder halt für euch einen der letzten Parts, wo ich auch erst dachte, dass ich falsch war und dann halt man so rauskommt auf so eine Art, ja, in so eine Art Bergtal, wo man dann auf einmal doch richtig ist. Ja. Sven, komm, mach mal was. Ja, prima. Na, kriegt dann? Warum sterbt ihr nicht endlich? Warum stirbst du nicht endlich? Oh, der ist böse. In den Rücken. Ich bin ja eigentlich nicht so unfair und töte meinen Gegenüber von Angesicht zu Angesicht. Ah, naja, gut. Er robbte da so von und da musste ich ihn einfach erlösen von seinen Qualen, da der gute Sven ja immer nur hier auf Verwunden aus ist und dann mir den Rest hier überlässt. Sven! Komm! Ja! Ist aber auch böse mit dem Streitkolben unterwegs, muss ich ja sagen. So, aber wir scheinen richtig zu sein. Ach, bleib sitzen, Junge, bleib sitzen. Und finden auch gleich das Schwert. Was ist denn los hier? So. Haha. Sven? Oh, guckt euch diesen Fiesling an, Sven. Sag mal, gut, dann mach ich das jetzt auch. Oh, jetzt habe ich Sven niedergekloppt. Ja, Sven, du machst das schon. Ich guck mal eben hier noch so ein bisschen durch. Und die Suche hat sich auch gelohnt. Wow. Wo kommen die denn alle her, sagt mal? Ist da jemand? Ist da jemand? Hallo, darf ich mal anklopfen? Ich wusste es. Stellt euch mal bitte zusammen. So, so, ja, stehen bleiben. Ach, verdammt, wieder nur ein. Ja, ist gut, Mädchen, beruhig dich. Beruhig dich, beruhig dich. So, wo muss ich hin? Ich muss da hoch. So, den einen oder anderen wollen wir auch mal durchsuchen. Die Pfeile natürlich mitnehmen. Immer gern gesehen, wie gesagt. Wiegen nichts und machen gut Schaden. Au. So, hier oben werde ich, glaube ich, fündig. Gespaltene Türme entdeckt. So. Ich glaube, wir sind wieder auf ein Dornenherz gestoßen. Ja. Eindeutig. So, wir können auch wieder schreien. Okay, Sven macht schon. Okay, solange er betäubt ist, wollen wir ihn auch gleich mal niederstrecken. So, wunderbar. Ihr seht schon, ich glaube, das ist das Schwert, das wir suchen.
Wir suchen Dornenherz. Da! Zorn des Roten Adlers, Leute, da ist es. Okay, löse das Geheimnis vom Grab des Roten Adlers. Gut, es geht anscheinend noch weiter. Was ist ein Dornenherz, nehmen wir auch mal mit. Ah ja, hier, okay. Jo, die nehmen wir auch mal mit. So, irgendwo muss hier bestimmt noch eine Truhe sein. Oh, was haben wir denn hier? Roter Adler Ritual. Aha. Entschuldigt, dass ich gerade so ein bisschen leise bin. Ich durchstöber das gerade nur. Okay, scheint, glaube ich, nichts damit zu tun zu haben, dass wir das mitnehmen müssten. Oh, und hier haben wir eine dicke Truhe. So. Einmal für euch. Ich weiß nicht, ob wir das Buch jetzt schon hatten. Ich glaube nicht. Ein Schild, ein paar Schuhe, dann einmal... Nee. Meridias Stern, Leute. Gewicht 0,5. Nehmen wir natürlich auch mal mit. Amulett von Mara nehmen wir natürlich auch mit. Den nehmen wir auch mit. Eine neue Hand berührt den Stern. Hört mich. Hört mich an und gehorcht. Eine schändliche Dunkelheit ist in meinen Tempel eingedrungen. Eine Dunkelheit, die ihr vernichten werdet. Bringt meinen Stern zum Berg Kilkreath zurück. Und ich werde euch zum Werkzeug meines läuternden Lichtes machen. Begonnen im Morgengrauen. Bringe Meridias Stern zum Berg Kilkreath. Oh Mann. Und sofern ich weiß... ist das auch ein sehr schönes Quest. Ist ja prima, dass wir gleich Meridias Stern gefunden haben, weil sofern ich weiß, zieht das darauf hinaus, dass man irgendwie das Quest anders aktiviert und diesen Stern wohl erst suchen muss. Na gut, okay, haben wir hier so 2 in 1. Ist auch prima und dann brauchen wir ja nicht nochmal hoch. So, wie sieht's denn aus? Löse das Geheimnis. Okay, anscheinend müssen wir nun hier nicht mehr hin. Also könnten wir das hier eigentlich noch betreten? Ah ja, gut. Okay, das machen wir eben noch. Das haben wir schon gelesen. Hier haben wir nichts. Hier auch nicht. Gucken wir mal, wo es dann hier hochgeht. Da konnten wir eine Kette betätigen. Gehen wir hier nochmal schnell hoch. Ich glaube aber, da hinten wird auch nicht großartig mehr was sein. Hier ist auch nichts. Aber wollen wir doch nochmal hinüber in den zweiten Turm. Wartet uns hier noch wer? Auf dem Radar steht jetzt nichts. So. Na. Aha. Gold und Ausdauer. Wunderbar. So. Finden wir denn hier oben noch etwas? Hier nichts. Hier auch nicht. Naja gut, okay. Dann war das jetzt wohl nicht so wichtig. Okay, gut. So, jawohl. Den Weg hinunter werde ich euch ersparen. Mit diesem Blick können wir... So.
Genau, auf unseren Thron hier. Damit wollen wir dann diese Folge beenden, ihr Lieben da draußen. Ja, ich würde sagen, das war ja schon mal super. Damit haben wir einen Questabteil schon mal gelöst und jetzt geht es nur noch, das Geheimnis zu lüften, was es damit auf sich hat. Das werden wir dann allerdings aber erst Mittwoch machen, im nächsten Part, jawohl. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir und ich würde mich ganz besonders drüber freuen, wenn ihr im nächsten Part wieder mit dabei seid. Also bis Mittwoch, macht es gut, euer Holger, ciao.